Hallo ihr Lieben, wir sind wieder bei unserer Serie Pferdebegriffe erklären mit dem Michael. Und wir haben uns für heute echt ein schönes Thema ausgesucht, weil ich damit in unserem Unterricht einfach total gehadert habe. Ich habe da nach wie vor, um ganz ehrlich zu sein, immer noch ein bisschen Probleme mit. Für mich ist es so, ich reite Dressur, dann reite ich Dressur und dann bin ich so total im Dressurmodus. Oder ich reite Springen und dann bin ich komplett im Springmodus und es geht mir eigentlich nur darum, wie komme ich über einen Oxer oder wie sind meine Wechsel. Und Michael hat da für mich einen neuen Begriff eingeführt, den ich so vorher gar nicht kannte und das hat mir aber unheimlich geholfen, nämlich... Genau, ja, Flatwork, genau. Aber das ist eigentlich gar kein neuer Begriff. Das ist nur ein Begriff, den es leider im Deutschen nicht gibt. Und den finde ich aber sehr, sehr gut und sehr greifbar. Das Problem ist genau das, was Annika jetzt gerade beschrieben hat, ist, dass man sagt, was macht man heute? Heute reiten wir Dressur oder heute reiten wir Springen. Oder wir gehen ausreiten, okay, das ist was anderes. Aber grundsätzlich haben wir diese zwei, im Englischen Reiten, diese zwei Begriffe. Und die sind beide sehr, sehr voreingenommen eigentlich. Beim Springen ist es einfach definitiv so, dass es wirklich darum, Bügel kurz, Springsattel und es geht einfach um die Sprünge, es geht um das Springen an sich. Und beim Dressurreiten geht es um Lektionen und um Traversalen, Außengalopp, alle diese Lektionen, die es beim Dressurreiten halt gibt. Und, ich habe eigentlich dann immer auch schon diese Einstellung mitgebracht. Genau. Also Dressurreiten, dann saß ich generell schon mal sehr dressurmäßig auf dem Pferd und beim Springen war ich erstmal der Meinung, vorwärts, genau. Tempo, egal wie, Hauptsache Springen schnell. Ist egal, genau, egal wie. Und, es fehlt einfach ein Wort und das gibt es tatsächlich im Englischen schon. Da gibt es eben dieses Dressurreiten, gibt es das Springreiten und dann gibt es dazwischen eben auch noch diese Flatwork. Und das ist eigentlich super, weil genau das beschreibt das, was eigentlich, ich würde jetzt sagen, fast 70-80% des kompletten Trainings eigentlich beinhaltet. Nämlich für mich ist es so, dass ich das versuche, sozusagen ist eben, am Ende geht es darum, das Pferd zu trainieren wie ein Sportler. Ne? Und das ist einfach genauso. Wenn ich jetzt, ob ich jetzt spiele Tennis oder Handball oder Fußball, ist in der spezifischen Seite unterschiedlich, aber in der Basis gleich. Alle brauchen ein Stück weit Konditionstraining, Krafttraining, Balancetraining, was auch immer. Also für mich ein Sportler, man erkennt einen Sportler, man erkennt auch einen sportlichen Menschen. Und das ist aber auch egal, ob der danach, welchen Sport er da macht, ist eigentlich egal. Man kennt einen sportlichen Menschen grundsätzlich schon mal. Ja. Und das ist eben auch diese Arbeit mit Flatwork, dass man wirklich versteht zu sagen, okay, das ist diese Arbeit, die unabhängig von der spezifischen Richtung ist, egal ob eben jetzt Dressur oder Springen, sondern eben die Grundausbildung auch ein Stück weit. Wie stark ist das Pferd von der Muskulatur, wie flexibel ist das Pferd, wie beweglich ist das Pferd, wie konditionsstark ist das Pferd, wie gut ist die Kommunikation zwischen Trainer und Sportler. Und das alles hat weder was mit spezifisch Das weder hat alles was mit spezifisch Springen zu tun, noch hat was mit spezifisch Dressurreiten zu tun, sondern das ist eine grundsätzliche Ausbildung des Pferdes zum Sportler, zu einem eigentlich wirklich die Basis, ne? Genau, das ist die Basis. Und wenn ich jetzt sage, diese Flatwork, diese Arbeit, wo es nur ums Pferd geht, da geht es überhaupt nicht um irgendwelche Lektionen, da geht es nicht um den Sprung und es geht auch nicht um eine Lektion, sondern es geht nur ums Pferd. Es geht darum, dass das Pferd beweglicher wird, flexibler wird, sportlicher wird, was auch immer. Und nachher, wenn ich diesen Bereich habe und da ist mein Pferd gut, ob ich dann Richtung mehr Springen gehe oder Dressur, das ist natürlich dann eine spezifische Auslegung, was ich im Amateurbereich tatsächlich minimal habe. Also für mich, was wir eigentlich machen, ist 95%, ist Flatwork. Und in der Flatwork können Traversalen stattfinden, in der Flatwork können aber auch Cavalettis oder Sprünge stattfinden. Traversal ist ja nur ein Begriff, wo eine ganz klare Erklärung ist, wie die Lektion auszusehen hat. Aber für mich, Flatwork sind Bewegungsaufgaben und ich kann mit meinem Springpferd eine traversalenähnliche, ich sag's extra so, eine traversalenähnliche Aufgabe reiten, die eine unglaublich gute Bewegungsaufgabe für mein Pferd ist in Sachen von Koordination, in Sachen von Beweglichkeit, in Sachen von Aufmerksamkeit, in feinfühlig, wie feinfühlig ist der Körper. Und wenn ich das eben übe, reite ich auch schon mal eine Traversale, wo zum Beispiel die Krupp auch mal 2 cm vor der Schulter ist. Spielt aber gar keine Rolle, weil es mir nicht um die Lektion Traversale geht, sondern um eine reine Bewegungsaufgabe. Mir hat das halt wirklich unheimlich viel gebracht, dieser Begriff Flatwork, weil ich darüber einfach verstanden habe, dass das eigentlich die Basis ist, um nachher Dressur zu reiten, also klassisch Lektion zu reiten oder eben einen Parcours zu reiten, weil bei Flatwork es eben nicht darum geht, die perfekte Lektion zu zeigen. Ihr habt das manchmal auch in den Videos dann gesagt, hier ist es ein bisschen zu eng oder der Kopf ein bisschen zu hoch oder die Kruppe vielleicht ein bisschen zu weit links oder
Es geht aber eben bei Flatwork gar nicht darum, die perfekte Lektion zu zeigen, sondern eigentlich das Pferd ja in allen Möglichkeiten so zu gymnastizieren und beweglich zu machen, dass man nachher das abrufen kann, was das man braucht. Das bringt es perfekt auf den Punkt. Also es ist genau das. Also es ist genau so, dass man es einfach verstehen muss. Das ist diese Lektionen und Anfängnis. Es wird leider Lektionen gesagt. Und wenn ich sage Dressur, und ich tue mir schon schwer, du weißt das. Ich sage zu ihr auch kaum, jetzt reit mal einen Traversale oder reit eine Schulter rein. Sondern ich versuche wirklich zu sagen, Annika, okay, reit mal eine Bewegungsaufgabe, Schulter rein ähnlich. Dass man sich nämlich nicht so festlegt, okay, wenn ich von vorne, das kennen wir alle beim Schulter rein, drei Beine sehe, dann ist es gut. Das ist total festgelegt auf einen Punkt. Also natürlich ist es nachher in der Dressuraufgabe, wenn ihr jetzt zu mir reitet. Natürlich, das ist die richtige Lektion. Dann ist das gefordert. Aber für mich ist es wichtig, das Pferd sollte das können und das können. Und in der Dressuraufgabe zum Beispiel wird gefragt, das. Nur, wenn ich immer nur hingehe und nur das übe, fordere ich ja keine Flexibilität. Und am Ende ist das Ziel, eine Dressuraufgabe, wenn man sich das mal kurz überlegt, ist so aufgebaut, dass überprüft werden soll, durch einzelne Lektionen überprüft werden soll, ob alles wie geht. Flexibel, wie beweglich ist das Pferd. Und wenn ich, und das machen wahnsinnig viele, ohne es abzuwerten, Dressurreiter tatsächlich viel, dass sie nur die Lektionen trainieren, dass das klappt. Nur eigentlich ist das überhaupt nicht das Ziel. Weil ich will nicht sehen, dass das Pferd, okay, die Position klack stimmt, sondern ich will sehen, dass das Pferd flexibel ist, beweglich ist, dynamisch ist. Das eigentlich, ich sage zu meinen Leuten oder zu dir eben auch, das muss, es muss alles gehen. Jede Bewegungsaufgabe muss gehen und nicht nur bis da, nicht weiter, weil das schränkt die Bewegungsmöglichkeiten des Pferdes am Ende eigentlich sogar ein, anstatt dass es sie verfeinert oder verbessert. Und deswegen ist es in den Videos, auch von dir oder wie es bei mir ist, Kommentare hin oder her. Am Ende ist es darum, mir ist das bewusst, wie viel Schulter rein fordere ich, wie viel Gruppe rein fordere ich, wie viel Aufwölben fordere ich, wie viel Dehnen fordere ich. Und da ist es eben wichtig, dass man nicht sagt, im Buch habe ich gesehen, so ist es richtig und es wird so geritten. Das ist dann richtig, wenn ich eine Lektion reite, wenn ich in der spezifisch Dressur reite, dann ist das richtig. Aber im Training des Pferdes ist es absolut nicht richtig, weil es geht um grundsätzliche Bewegung, Flexibilität und das Pferd soll sich ja am Ende in seinem Körper wohlfühlen und das tut es das nicht, wenn es eine oder zwei oder zehn Aufgaben kann, sondern wenn es einfach grundsätzlich beweglich ist. Das kann man ja wirklich auch mit einem menschlichen Sportler vergleichen, also jemand, der turnt, der kann ja auch nicht nur einen Spagat, sondern der kann alles Mögliche. Mhm. Und mir ist das ja früher wirklich mit Wölbchen tatsächlich so passiert, bevor ich zu dir gekommen bin. Ich hatte die halt perfekt programmiert. Ich habe die Hilfe gegeben und dann hat sie eigentlich dieses Kurzkehrt irgendwie gemacht. Also ich konnte das alles abrufen, aber ich hätte auch nichts ändern dürfen. Genau. Das ging halt sofort schief. Und was ganz wichtig das ist, das haben wir halt geändert. Ja. Ne? Und das, was da echt super wichtig ist, genau diese Begriffe, die wir jetzt schon in den vorigen Videos erklärt haben, Durchlässigkeit, Flexibilität, Zusammenspiel der Hilfen, gleich null. Und das sieht man halt oft einfach auch in kleineren Klassen, dass dann wirklich nur noch trainiert wird. Hauptsache, das, was am Turnier gefragt ist, kann man irgendwie zeigen. Aber das Ziel, was eigentlich dabei steht, nämlich dass das Pferd beweglich, durchlässig ist, flexibel ist, geht komplett weg. Es geht gar nicht mehr darum, dass das Pferd sich wohlfühlt, dass das Pferd gut ist, dass das Pferd als Sportler gut ist, ganz egal welche Richtung. Dass das Pferd so stark im Rücken ist, dass es den Reiter gut tragen kann. Das geht alles verloren, nur weil es heißt, Hauptsache so. Und dasselbe geht natürlich bei Dingen wie Anlehnung, Genick, höchster Punkt. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, das soll das Pferd können, definitiv. Aber das sind vielleicht 10 Sachen von 100. Und das ist wichtig. Und deswegen, die Leute trainieren 10 Sachen von 100 möglichen. Und das ist schade. Und das grenzt die Beweglichkeit. Und das grenzt die Beweglichkeit von dem Pferd einfach extrem ein. Wo das wirklich toll funktioniert hat, das könnt ihr euch jetzt vielleicht im Nachhinein auch nochmal anschauen. Wir haben das mit Kanto dann wirklich gemacht. Also wir haben das wirklich ein paar Wochen ganz explizit Flatwork genannt. Ganz allgemein alles Mögliche trainiert, aber bloß keine Aufgabe. Und ich bin dann wirklich in die Dressur reingeritten, ohne die Aufgabe eigentlich je geritten zu sein. Und war platziert, war Fünfte, hatte, glaube ich, eine wirklich gute Runde, ohne dass ich jemals mit dem diese Lektion explizit trainiert habe. Und das ist auch so. Also es ist auch in der Verbesserung von Pferden, wenn ich zum Beispiel hingehe, ich habe oft Pferde zum Beritt, logischerweise, und dann heißt es zum Beispiel, das Pferd tut sich schwer mit dem Außengalopp. Und ich trainiere mit dem Pferd 3 Wochen lang, reite nicht ein einziges Mal Außengalopp und nachher klappt es auf einmal doch. Und das ist das, wo man sich denkt, hä, warum? Und das Einfache ist, man verlegt, was ist notwendig zum Beispiel dafür? Das Pferd, und dann lasse ich das Pferd trainieren zum Beispiel, dass es stabiler ist in der Spur, dass das Pferd klarer in einem rechts oder links rum ist. Da brauche ich noch gar nicht auf dem Außengalopp reiten. Dass das Pferd zum Beispiel sich besser im Hinterbein tragen kann. Und all diese Punkte führen dazu, dass das Pferd nachher mit dem Außengalopp zum Beispiel kein Problem mehr hat. Nur, es geht darum, wirklich um das Größere. Diese Flatwork ist einfach die Basis, wo ich sage, okay, entweder habe ich einen Sportler oder nicht.
Und wenn ich einen Sportler habe, wenn ich einen sportlichen Menschen habe, wird er sich nicht schwer tun, über einen Meter zu hopsen. Habe ich einen unsportlichen Menschen, dann kann ich diesen Meter so oft springen lassen, wie ich will, der wird sich immer irgendwann mal langlegen. Das heißt, Ziel ist es, ein sportliches Pferd zu haben, dem die Aufgaben einfach kein Problem darstellen. Die leicht fallen, ne? Genau, das einfach geht. Das muss einfach funktionieren. Deswegen, ich reite selbst mit meinem Springpferd auch mal Arbeitspirouetten, Galopppirouetten, habe ich auch schon mal gezeigt im Video. Aber nicht als Lektion, sondern einfach als um Kraftaufgabe, ne? Als Koordinationsaufgabe, Aufmerksamkeitsaufgabe. Warum nicht das auch nutzen? Und das, da spreche ich auch gerne mal die Springreiter an, dass sie sich da auch wirklich öffnen. Weil viele Springreiter sagen, ich reite doch kein Dressur. Das hört man wahnsinnig oft. Ja. Ne? Und das Problem ist, ja, müssen sie auch gar nicht. Aber Flatwork, dass das Pferd sportlich ist, beweglich ist, flexibel ist, dass das Pferd gesund ist, ganz wichtiger Punkt, ne? Das steht und fällt nicht mit Dressur, weil das wäre spezifisch, sondern eben mit dem Begriff Flatwork. Und deswegen, wir nehmen Flatwork und dann gibt es spezifisch Springreiten, Dressurreiten, Westernreiten, was auch immer. Selbst das sind dann die Dinge. Selbst die Pferde werden Flatwork-mäßig gearbeitet. Genau. Und Flatwork ist eigentlich die Idee. Und wenn man das macht, wird man viel freier vom Kopf beim Reiten und hat viel mehr Möglichkeiten zu sagen, ach krass, das sollte er können, jetzt fühlt er sich locker an, jetzt fühlt er sich beweglich an, oh, das kann er noch nicht. Und es heißt gar keine Lektion so. Also ich lasse mein Pferd Aufgaben machen, die es so nicht gibt. Und das ist auch wichtig, weil dann sind sie unabhängig, beweglich, flexibel. Und eine Traversale ist einfach, besser und pferdegerechter. Und was ganz nebenbei passiert, das sprecht ihr bei mir wirklich ganz oft an, dass ihr sagt, dass euch das so gut gefällt, dass mir nachher das Turnierergebnis gar nicht so wichtig ist. Das kann tatsächlich nur deshalb sein, weil wir mit der Arbeit dann beide irgendwie trotzdem happy sind und wir sagen, das Pferd ist gut gelaufen, gutes Ergebnis war nicht das, was wir wollten. Aber die Arbeit mit dem Pferd, das Pferd hat sich zum Beispiel gut bewegt oder ich habe Sachen gut umgesetzt. Und das hilft dann, dass man auch mit Sachen zufrieden ist, wo man nicht unbedingt eine Schleife am Kopf hat. Genau, aber dann werden wir sicher auch noch ein Video machen, weil das ist diese subjektive Beurteilung und die selbstständige Beurteilung ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Aber auch da spielt das natürlich klar eine Rolle. Haben wir es, oder? Ich denke. Dann würde ich vorschlagen, wenn ihr Lust habt, jetzt noch mehr zu erfahren, dass ihr einmal auf Michaels Kanal rüber switcht, also zu dir. Ja. Ich verlinke euch das hier irgendwo. Da gibt es nämlich jetzt das nächste Video, zwar mit folgendem Thema. Genau, da geht es auch nochmal um wie die Hilfengebungen richtig sind und dass die Hilfengebungen des Reiters eben nonverbal stattfinden. Nonverbal, ohne Reden? Ohne Reden. Gucken wir mal, was der Michael so dazu erzählt und mir erklärt. Also einmal rüberklicken und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!